Zurück aus dem sonnigen Estepona und gleich wieder hinein in den vom schmuddeligen Wetter begleiteten Trainingsalltag. Fußball-Drittligist SC Preußen Münster geht die letzten 9 Tage der Vorbereitung mit vollem Eifer an. Denn am 25. Januar gastieren die Adlerträger schon wieder zum ersten Ligaspiel des Jahres 2014 bei Rot-Weiß Erfurt. Reelle Chancen auf einen Pflichtspieleinsatz haben dann auch die Neuzugänge Marco Pischorn und Sofian Benjamina. Auch wenn Preußen-Trainer Ralf Lohse beiden Akteuren noch jede Menge Arbeit voraussagt. Die beiden Spieler haben in ihren Vereinen eine untergeordnete Rolle gespielt, keine Einsätze gehabt, noch nicht mal auf der Bank gesessen. Und das ist dann die Gelegenheit, auch für uns, vielleicht jetzt sie zur alter Stärke zurückzuführen. Das geht nicht über Nacht, das wissen wir. Ich glaube, das geht nur mit intensivem Training und dann auch Einsätzen. In den Testspielen haben sie einen ganz guten Eindruck gemacht. Einen guten Eindruck haben auch die beiden Neuen. Pischorn, der zuvor beim Zweitligisten Sandhausen unter Vertrag stand, und Benjamina, der als Ausleihe von Dynamo Dresden an die Hammerstraße kommt, entschieden sich ganz bewusst für den SCP. Ich war von vorne raus war ich überzeugt vom Verein, von der Mannschaft, von der Stadt. Hat alles von Münster gesprochen, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Ich wusste, dass Münster eine Mannschaft ist, die technisch gut drauf ist und spielerisch nach vorne sehr gut ist und auch einen Stürmer gut in Aktion bringen kann. Ja? Und das war auch einer der Gründe und dann noch die Gespräche mit dem Trainer und mit Herrn Gockel, dass die sehr positiv waren, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Pischorn soll die Abwehrreihe stabilisieren, Benjamina den Angriff variabler gestalten. Beide Spieler haben von Beginn an den Konkurrenzkampf im Team erhöht und haben auch sonst, und das dürfte die Preußen-Fans freuen, große Ziele mit ihrem neuen Arbeitgeber. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, wieder gute Spiele hinzulegen, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und ich denke, der Rest kommt dann von alleine. Jetzt ist erstmal wichtig, mich gut einzufinden und mich gut zu integrieren, ist das Wichtigste am Anfang. Natürlich möchte ich erstmal spielen und auch fit und gesund bleiben. Und mit der Mannschaft natürlich will jeder Fußballer das Maximale erreichen. Wenn man eine Serie startet, kann man dann nach oben angreifen. Wenn nicht, möchte ich natürlich nächstes Jahr oben angreifen.